Scotch, wie bitte? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt bin ich noch fett. Hey Kinder, was geht bei euch ab, Junge? Willkommen bei der weiteren Folge 27, 28, keine Ahnung. Fallout New Vegas, so heißt das Spiel, das weiß ich auf jeden Fall. Und wir sind auf dem Weg nach Nipton. Und ja, die letzte Aufnahme in dieser Aufnahme ist Hejen. Gucken wir mal, was da geschieht, was da so passiert. In Nippleton. Ich habe wieder einen Anfall, es ist zum Kotzen. It's to the cutting. I could puke on the street. Was? Da schießt jemand. Halt, stopp. Stehen bleiben, speichern. Speichern. Hingehen, fragen, was los ist. Vielleicht kann man ja helfen. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, Thomas. Na los! Thomas. Haben Sie das gesehen? Die irre Schlampe hat mich einfach angegriffen. Was? Die da weggerannt ist, oder was? War das eine Frau? Nicht sehr lange. Ich traf sie vor ein paar Tagen auf der Straße und seitdem waren wir zusammen unterwegs. Wir haben sogar ein bisschen geflirtet, als sie plötzlich eine Waffe zog und mich anschrie, ich soll ihr meine Kronkorken geben. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hat sie gelacht, als ich ihr das Geld gab. Ich glaube, sie hat es auf meine Glücksbringer-Halskette abgesehen. Ja, ab und an findet man einen Kronkorken mit einem blauen Stern drauf. Die sind ziemlich selten, also habe ich angefangen, sie zu sammeln. Als ich genug hatte, machte ich eine Halskette aus ihnen, weil ich dachte, dass sie Glück bringen. Scheiße. Sprache, Sprache. Moment. Halt, stopp! Sprache. Wo bist du? Partylöwe oder sowas, ne? Ah, Partylöwe. Wahrscheinlich bei P. Oder ist es irgendwie anders? Wer ist denn das? Überleben. Da, der Partylöwe. Hallo. Es kann heute... Thomas, du Babsack. Nein, nicht speichern. Gut. Zum Glück habe ich gespeichert, bevor ich ihn angebrochen habe. Denn jetzt nehme ich diesen Partylöwen ein und will die scheiß Kette haben. Da hinten liegt, hat er jetzt echt eine Frau erschossen? Dieses verrückte Schwein? Hey. Ajo, Jacqueline. Thomas. Stop it. Thomas. Was hast du gemacht, Thomas? Haben Sie das gesehen? Bla 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 bla. Eine Menge fieser Kerle suchen nach solchen Kronkorken. Werden sie die lieber wieder los? Wirklich? Das wusste ich nicht. Und die ganze Zeit schleppe ich sie mit. Was sollte ich Ihrer Meinung nach... Ich kann sie Ihnen abnehmen. Ich mache mir keine Sorgen um Leute, die nach mir suchen könnten. Werden Sie sie einfach los. Es spielt keine Rolle, wie Sie das anstellen. Finden Sie das selber heraus. Sie gehören ganz Ihnen. Hoffentlich funktionieren sie bei Ihnen besser als bei mir. Danke, du Spaß. Es kann heute wohl kaum noch schlimmer kommen. Tja, Jacqueline. Und sie hat auch zwei Sternkronkorken dabei. Ja, heute ist ja wie Weihnachten und ein anderer Feiertag zusammen. Ah. Herrlich. Ja, geh in die Wüste und stirb. Es kann ja nicht noch schlimmer kommen. Oh nein, Riesenskorpion, die meinen... abzwicken. Tja, Thomas, ohne Haar. Viel Spaß. Im wütigen Ödland der Ödnis. Mit öden Leuten. Da ist der Rauch, von dem die Alte gesprochen hat. Ghost. Die Ghostfrau. Ja, ich habe wieder einen Anfall. Mein alter Säufer. Stopp. Das sind ganz viele Leute. Uh-oh. I think this is... Hallo, Sie. Hey, Sie. Jawohl! Wer hat in der Lotterie gewonnen? Ich! Wie gut diese Luft riecht. Besser als der beste Schnaps. Toll, was Swanick. Geht es Ihnen gut? Soll das ein Witz sein? Mir ging's nie besser. Jawohl! Kommen Sie zu der Stadt? Welche Lotterie? Die Lotterie natürlich. Was für eine Frage. Die einzige Lotterie, die zählt. Oh mein Gott, die Luft riecht traumhaft. Sind Sie ein Pulverbandit? Pulverbandit? Was? Ich meine, klar, früher mal.
Aber jetzt nicht mehr. Die Pulverbande backt kleine Brötchen. Ich bin ein Lotteriegewinner. Ich muss mich auf den Weg machen. What a fucking idiot. What a fucking idiot. Bin der Kerl, bin einfach ein Lottogewinner. There is some red. There is. Oh nein. She's fucking red scorpions. Und ich krieg wieder einen Anfall einfach. Einen analen Anfall. Oh, ist der klein. Yeah, nice, bro. Nice, Edie. Gut gemacht. Komm mit, Edie, komm mit. Da chillen Leute an Kreuzen. Gelegen? Dieser Mensch ist dem Tode nahe. Das Losmachen vom Kreuz würde unweigerlich zum Tode führen. Tja, dann beklaue ich ihn mal. Da hinten stehen Leute. Oh. Oh. Uh-oh. Das sind doch Legion-Leute. Ach, Edie hat mein scheiß Fernglas. Das sind Legion-Leute. Das sind Legion-Leute. Kann ich jetzt... Ist meine Mission schon aktualisiert, dass ich jetzt der Alt sagen kann, wie es hier abläuft? Das Rathaus vernippten für Ranger Ghost Auskundschaften. Ich nehme an, dass da hinten ist das Rathaus. Ja? Ja, das ist das Rathaus, natürlich. Natürlich, ich gehe einfach voll rein und pimmel alle weg. Aber erst gehe ich ins Haus von Lipton und pimmel da alle weg. Wir haben noch 7 Minuten. Oh, it's fucking dark in here. Just let me turn on the light and see what you can find here. Vielleicht mache ich irgendwann eine Folge komplett auf behindert Englisch. Wer wäre das? Naja, oder? Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist zu behindert. Man versteht es nicht. Versteht es nicht richtig, lala, Kühlschrank, schalala, Bier und Scotch und Wein und Whisky und Wodka, welcher Säufer hat hier gewohnt? Lala, aufbereitet das Wasser, ich möchte es trinken. Ja, ah, oh, es ist gut, oh, es ist gut, wie es mir in der Kehle hinunterfließt, dieses kühlende, nass. Star Crown Kick. Ein Sternenkronkorken. Hier siehst du schön. Kann ich vielleicht doch irgendwie, wenn ich jetzt hier penne, zumindest diese scheiß Sucht wegkriegen? Nee. Ne, dieses. Okay, Edie. Alles cool, Edie. Scheiß dich nicht ein. Scheiß dich nicht ein, Edie. Wir haben das im Griff. Komm mit. Also, sie haben es einfach ein fettes Feuer gemacht. Das ist die Legion. Ja, ganz, ganz klar. Ganz klar. Und die Briefkästen haben sie geleert, die Legion. Ja, das waren früher mal Postboten, muss er wissen. Und alte Gewohnheiten wird man halt nur schwer los. Ja. Hm. Kann man hier. Kleines verbranntes Buch. Ob ich dem noch etwas entnehmen kann? Möglicherweise jemand Verbrennung behandelt. Nein. Reinigungsmittelkarton, okay. Ich kann mich noch ans alte Fallout erinnern, also ans alte, an Fallout 3. Da konnte man sich doch so eine Kanone bauen, mit der man dann diesen Rocket-Werfer, heißt der, hieß er, glaube ich, mit der man dann einfach irgendwelche Sachen schießen kann. Tassen konnte man ballern, Reinigungsmittelkartons, alles konnte man verschießen. Werde ich irgendwie durch irgendwas, was ich dabei habe, die Dinge wieder los. Die Behindertheit. Ne, wenn ihr denkt sie. Tür zu nach Haus von Raptor. Raptor. Was? Fuck. You got a problem over here, Edie, was geht denn hier ab? Edie, manchmal habe ich Angst vor dir. Naja. Oh. Wow. Okay, da kommt wieder nochmal. Spielt nur wieder meine B. Bin die Gewehrfalle. Hilfe. Legionär. Ich könnte mich wie ein Legionär anziehen. Und die anlabern. Oh Gott, soll ich das machen? Was? So, jetzt raste ich aus. Ich habe doch noch irgend so ein Buch dabei, um die Scheiße hier zu öffnen. Wehe nicht. Wehe euch nicht.
Tschüss, öffnen. So, Schlüssel, Schloss knacken. Komm schon, falschen Dietrich. The Dietrich and you. Ja. Ich muss dann unbedingt auch bei Dietrich hochkommen. Auf was Hohes. So. Scotch, wie bitte wollt ihr mich verarschen? Jetzt will nur noch Fett. Fleisch und Bohnen, das esse ich, daran esse ich mich jetzt tot. Hab jetzt davon. Ich trinke einen und dann Fleisch und Bohnen. Ah. Oh, es ist lecker. Oh. Oh. Fick. Fick die Kacke. Fike the Cake. Ja. Und das esse ich jetzt auch alles. La la la. Oh ja, oh ja, oh, es ist lecker. Oh. Oh, das war vielleicht behindert. Das ist, Gecko Steak. Was habe ich noch dabei gehabt? Ach, oh boy, das Wasser scheiß drauf. Oh, Werkzeugschrank. Was? Erklärung der Lebens. Was sind's? Was? Was? Diagrammpulver. Mit diesem Diagramm. Okay. Ich, Harry Collins, erkläre mich hiermit zum alleinigen Eigentümer der Lebensessenz und beanspruche dadurch alle gesetzmäßigen Rechte an der Verteidigung gesagter Essenz gegen alles und jeden QED. Was heißt das, liebe Leute? Die Stadt geht vor die Hunde, seit Bürgermeister Stane aus dem Westen hereinspaziert kam und verkündete, dass er Nipton berühmt machen werde. Naja, wir wissen ja, warum er wirklich herkam. Er will unsere Töchter ficken! Er will meine Lebensessenz! Und dann kommen mehr, die Stadt wächst und so weiter und so fort. Und dann kommen noch mehr, die stellen Fragen, Harry, warum hast du die Lebensessenz? Mir reicht, ich sperre meine Lebensessenz in meinen Anus. Was? Ich sperre meine Essenz ein und errichte verlängert. Okay. Na gut, das ist aber nur eine Erklärung gewesen. Wo ist denn jetzt deine Essenz eingesperrt, mein Freund? Etwa in einem Safe? Sprich. Sprich bitte. Hast du hier einen Safe? Du Sack. Du hast auf jeden Fall leere Schränke. Nein! Fuck, Leute. Weil ich sterbe. Patriotenkochbuch! Granate! Und ein Granatengewehr? Das ist delicious! Okay, cool bleiben. Wir nehmen, pass auf, eine Arzttasche, aufbereitetes Wasser und trinken noch unseren Scheiß, wo ist es? Ja, schmutziges Wasser kann man sich auch noch reinschütten, komm. Sind Sie diese Brille? So, jetzt warten wir noch ein bisschen, bis wir aufgefüllt sind und dann, Edi, Vorsicht, ich muss mal eben durch. Aber wo hat er denn jetzt die Lebensessenz bitte schön versteckt? Frage ich mich. Wo hat dann die... Moment mal, Moment mal. Da steht ein Generator. Todeskrallenkäfig. Es wäre bitter, wenn hier eine Todeskralle drin gewesen wäre. Die hätte mich jetzt aber echt eingeschissen. So, und schon kann ich wieder rennen. Ist doch hier bestimmt irgendwo hier ist irgendwas versteckt. Oder? Unterirdisch oder so. Oder doch nicht? Habe ich mich etwa geirrt? Was war das? Okay, einfach irgendein Hebel, irgendein Auslöser. Ist uns völlig egal. Denn wir gehen jetzt raus, ducken uns, packen den Granatwerfer aus und fisten die Legion. Oder sollen wir die Sachen anziehen? Nee, wir fisten sie jetzt. Ich will den Hardcore-Weg haben. Es ist eigentlich auch schon fertig, die Folge. Aber das will ich jetzt noch machen. Oder vielleicht auch nicht. Granatengewehr. So, ich hab schon mal in der Hand. Jetzt speichere ich hier. Und nächstes Mal könnt ihr euch auf Granatenwerfer-Action freuen. Ah, kommt der scheiß Hund gerade her? Nein. Ja, also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bewerten, favorisieren, euch auf die Stirn tätowieren, alles Mögliche. Danke, ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.